interaktive Videos erstellen mit YouTube, Edpuzzle und H5P. Erste Möglichkeit: YouTube. In YouTube kannst du Videos über Infokarten miteinander verknüpfen. Dies kannst du nutzen, um interaktive, verzweigte Erzählstränge zu kreieren oder um selbstgesteuertes Lernen zu ermöglichen. Dafür musst du dir einen YouTube-Account erstellen und im YouTube-Studio zunächst alle Videos hochladen, die miteinander verknüpft werden sollen. Die hochgeladenen Videos sollten am Ende jeweils einige Sekunden lang einen neutralen Hintergrund zeigen, damit den Zuschauenden genug Zeit bleibt, um eine der Verknüpfungen auszuwählen. Wähle anschließend ein passendes Thumbnail aus und stelle ein, für welche Altersstufe dein Video gedacht ist. Nun kannst du eine Infokarte hinzufügen. Stelle am Ende deines Videos eine Frage, die durch die Auswahl eines der verlinkten Videos in der Infokarte beantwortet werden kann. Achte darauf, dass die verlinkten Videos gleichzeitig auftauchen. Zweite Möglichkeit: Edpuzzle. Edpuzzle ist eine englischsprachige Plattform, die sehr einfach und vor allem kostenlos für das Erstellen interaktiver Videos verwendet werden kann. Erstelle dazu einfach einen Teacher-Account. Über Add Content kannst du das Video hochladen, das du interaktiv gestalten möchtest. Wenn das Video vollständig hochgeladen ist, kannst du es editieren. Im Editor bietet Edpuzzle dir die Möglichkeit, das Video schnell und einfach zu schneiden. Über den Questions-Tab kannst du Quizfragen, Anmerkungen und Aufforderungen hinzufügen, die während des Videos erscheinen sollen. Pausiere das Video einfach an der gewünschten Stelle, wähle eine Interaktion aus und füge sie hinzu. Klicke auf Finish, wenn du fertig bist. Um das Video mit anderen zu teilen, wählst du Assign aus. Erstelle nun einen Kurs, in dem das Video erscheinen soll. Dies dient der Übersichtlichkeit in deinem Edpuzzle-Profil. Wenn du einen offenen Kurs erstellst, benötigen Lernende keinen Edpuzzle-Account, um auf dein Video zuzugreifen. Du musst dann lediglich den Videolink mit ihnen teilen. Über erneutes Auswählen von Assign kannst du nun dein Video veröffentlichen. Wenn du das Video in deine Website integrieren möchtest, kannst du an dieser Stelle den Code kopieren. Ist das nicht der Fall, kopiere einfach den Link. Dritte Möglichkeit: H5P. H5P bietet die Möglichkeit, Videos mit vielfältigen Interaktionen auszustatten. Lade dafür ein Video hoch und wähle ein Titelbild aus, wenn du magst. In den Verhaltenseinstellungen kannst du auswählen, ob das Video automatisch abgespielt werden soll und ob Vor- oder Zurückspulen möglich sein sollen. Beim Hinzufügen von Interaktionen bietet dir die obere Leiste eine große Auswahl an interaktiven Elementen, die du einfach per Drag and Drop an der Videostelle platzieren kannst, die gerade pausiert wird. Zum einen kannst du einfache Labels für eine festgelegte Dauer hinzufügen. Verschiedene Quizformate kannst du ebenfalls einbinden. Stelle dafür ein, wie lange das Quiz erscheint, ob das Video bis zur vollständigen Bearbeitung pausiert und in welcher Form das Quiz auftauchen soll. Zusatzinformationen kannst du im Video über Links zur Verfügung stellen. Wenn du interaktive Erzählstränge kreieren möchtest, kannst du mit dem Crossroads-Element mehrere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung stellen, die zu jeweils anderen Zeitmarken im Video führen. Über das Drag-Tool kannst du Lückentexte einbinden. In diesem Fall wurde das Erscheinen als Button gewählt. Wenn du dir unsicher bist, wie man die einzelnen interaktiven Elemente konfiguriert, stellt H5P die Anleitungen zur Verfügung. Ein Navigation-Hotspot gibt den Zusehenden die Möglichkeit, im Video zu einer bestimmten Stelle vor- oder zurückzuspringen. Dies kannst du zum Beispiel für eine Binnendifferenzierung nutzen. Wie genau der Navigation-Hotspot aussehen soll, kannst du selbst entscheiden. Das Drag-and-Drop-Element ist die komplexeste Interaktionsmöglichkeit. Für die interaktiven Grafiken musst du zunächst einen Hintergrund erstellen und hochladen und anschließend die entsprechende Bildgröße einstellen. Verschiebbare Texte und Bilder kannst du über die entsprechenden Buttons hochladen. Auch die Ablageflächen fügst du hier oben hinzu. Nun kannst du für die Bilder und Texte einstellen, wo sie sich ablegen lassen. Für die Ablageflächen kannst du einstellen, welche Bilder und Texte dort tatsächlich hingehören. Das genaue Vorgehen wird noch einmal unter dem Editor erklärt.
Zuletzt konfigurierst du eine zusammenfassende Aufgabe. Speichere nun dein interaktives Video und kontrolliere, ob alles klappt.